Jetzt kommen zwei Begriffe, die kommen doppelt vor bei den Elementarfunktionen, weil sie auch die Sprache betreffen. Das hatten wir vorher ja auch schon das ein oder andere Mal, aber hier ganz besonders wird dann nochmal gesondert später drauf geschaut, wenn wir in den Bereich Spracheentwicklung kommen. Und zwar geht es dabei um die Begriffe Mutismus und Logorö. Und ich habe die jetzt zusammen auf eine Karte geschrieben, weil sie ja sich widersprechen. Also sie sind sozusagen zwei gegenteilige Begrifflichkeiten. Der Ofenstein schreibt in seinem Büchlein zu Mutismus, wo habe ich es hier, auf Seite, wo ist es denn? Da, auf Seite 165. Mutismus, lateinisch mutitas, Stummheit, beziehungsweise mutus, stumm. Störung der Psychomotorik, die durch eine völlige Erstarrung des Sprechens gekennzeichnet ist, wobei weder bei den Sprechorganen noch beim Gehör Defekte vorliegen. Mutismus kann zum Beispiel im Kontext einer Schizophrenie oder einer depressiven Episode auftreten. In der ICD-10 wird der Mutismus unter F80.x umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache gelistet. Ja, so wie ich gerade eben erwähnt habe. Ist das Verstummen jedoch nur auf bestimmte Personen bezogen, so spricht man von elektivem Mutismus. Und Amboscom beschreibt den Mutismus so: Wortkargheit bis hin zu vollständigem Schweigen über längere Zeit, in Klammern Tage, Wochen, Jahre, obwohl das Sprachvermögen erhalten ist. Ursache sind psychische, selten auch organische Beschwerden. Und da unterscheiden die auch nochmal in elektiven Mutismus und totalen Mutismus. Der elektive Mutismus, Auftreten in früher Kindheit, Kind spricht mit bestimmten Personen, verstummt jedoch bei anderen, wie zum Beispiel beim Lehrer, spricht aber mit den eigenen Eltern oder Familienangehörigen, das ist häufig. Dann der totale Mutismus, sprachlicher Kontakt wird zu allen Personen eingestellt. Und die Ursachen bzw. das Vorkommen können sein ängstliche Persönlichkeit, Traumata, Psychosen und Demenz. Eben erwähnten wir ja auch noch, erwähnte der Ofenstein auch die Depression, die ist jetzt hier nicht erwähnt. Aber im Einzelnen werden wir da eh nochmal drauf kommen. Genau, jetzt gucke ich mal, was ich auf meine Karte schreibe und bin gleich wieder da. Bei Mutismus habe ich mir hingeschrieben, völlige Starre der Sprache, Gehör- und Sprachapparat sind gesund, Vorkommen, Depression, Trauma, ängstliche Persönlichkeit, Psychosen und Demenz. Dann ist das Ganze ja unterbrochen mit dem Wort Logorö, dazu kommen wir gleich noch. Und dann habe ich mir noch meinen Pfeil darunter gemacht, weil natürlich diese zwei Begriffe da unten, die gehören nicht zu Logorö, sondern zu Mutismus. Bei Elektiv habe ich mir hingeschrieben, Kindheit mit zum Pfeil nach rechts, also da findet das statt, nur auf bestimmte Personen in bestimmten Kontexten, zum Beispiel in der Schule bezogen, wenn man jetzt das Phänomen feststellt, dass ein Kind mit bestimmten Lehrern nicht spricht, aber mit der eigenen Mutter und dem eigenen Vater schon. Total habe ich hingeschrieben, grundsätzlich geltende Erstarrung der Sprache. Ja, und der Begriff Logorö wird in dem Lexikon von Ofenstein wie folgt erklärt. Griechisch Wort fließen, Sprechdurchfall, Störung der Psychomotorik, die durch einen verstärkten Redefluss gekennzeichnet ist. Logorö kann zum Beispiel im Kontext einer manischen Episode beobachtet werden, aber auch bei übermäßigem Genuss von Alkohol oder anderen Drogen. Und der Amboss sagt dazu, unstillbarer Rededrang mit übermäßigem Reden, der eine sinnvolle Kommunikation mit dem Patienten erschwert. Vorkommen vor allem bei paranoider Schizophrenie und Manie. Ich habe mir dahin geschrieben, Sprechdurchfall, ich finde, das ist, sagt einfach alles das Wort, paranoide Schizophrenie und Manie. Und ich schreibe euch das jetzt mal, ich fotografiere euch das jetzt nochmal ab, was ich da jetzt hingeschrieben habe mit meiner Handschrift und zeige euch den Stift, den ich dafür benutze, weil natürlich auf so einer kleinen Karte nicht so viel Platz drauf ist.
und man sehr klein schreiben muss. Und ich habe einen Stift gefunden, den gibt es in Grün und in Schwarz. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch in Rot. Ich nutze ihn in Grün und in Schwarz. Den habe ich damals entdeckt, als ich meine Liedsheets immer da gezeichnet habe, für die ganz feinen Notenhälse. Und das ist echt super. Also das kann ich echt empfehlen. Und zwar heißt die Firma Pilot und der Stift heißt G-Tech C4. Ich fotografiere euch das mal ab. Aber das ist natürlich auch nicht die einzige Firma. Will ja keine Schleichwerbung hier machen. Ne? Ich kriege ja kein Geld dafür. Es gibt natürlich auch noch andere Firmen, die so feine Stifte herstellen. Ich nutze die Stärke 0,4. Also ich glaube, Edding, von denen gibt es auch welche in der Farbe. Ich habe sogar mal einen davon gekauft. Diese hier, die gibt es allerdings auch in so Packen. Also wenn man dann mehr als einen braucht zum Lernen. Die sind nämlich nicht ganz günstig. Bietet sich das vielleicht an? Ja. Oder ihr findet noch eine andere Firma. Gibt es bestimmt noch einige. 0,4 Stärke kann ich sehr empfehlen.